Wasser des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Marias, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Marias, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Diese Novene muss täglich 6-mal konsequent 9-mal, 9 Tage lang gebetet werden. 9 Exemplare dieser Novene müssen jeden Tag in einer Kirche ausgelegt werden. Das Anliegen wird erhört werden, spätestens am 9. Tag der Novene. Wenn nicht früher und ist noch niemals unerhört geblieben. Dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet, heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde, in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde,
in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Viertes Mal. Dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Fünftes Mal. Dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt. Und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Sechstes Mal.
dass das heiligste Herz Jesu angebetet und geliebt werde, in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Dass das heiligste Herz Jesu gelobt und verherrlicht werde, jetzt und immer. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, bitte für uns und erhöre unsere Bitten. Amen. Gesegnet seist du, heiligstes Herz Jesu. Gesegnet sei das unbefleckte Herz Mariens. Gesegnet sei der heilige Judas Thaddäus von der ganzen Welt und in Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gebet im Anschluss an die Novena. Heiliger Apostel Judas Thaddäus, ich grüße dich. Um deine Liebe zu Jesus Christus willen, bitte ich dich demütig, blicke voll Mitleid auf uns herab. Verschmähe unser Gebet nicht und lass unser Vertrauen nicht zu Schanden werden. Dir hat Gott die Gnade verliehen, den Menschen in den hoffnungslosesten Anliegen durch deine mächtige Fürbitte zu Hilfe zu kommen. So hilf mir, damit ich die Erbarmungen Gottes preisen kann. Mein Leben lang will ich dir dankbar sein und dein eifriger Verehrer bleiben, bis ich dir im Himmel danken kann. Amen. Die Wirkung setzt sehr schnell ein, oft schon am dritten Tag. Manchmal sogar ein paar Stunden nach dem ersten Beten. Amen. Bitte die Novena aber immer fertig beten, egal wie schnell die Hilfe erteilt wurde. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wahrer König, Novene, zweiter Tag. Novene zur Ehren von Jesus, dem wahren König. Über die Verheißungen dieser Novene sagte Jesus: Ich verspreche euch jedes Mal, wenn ihr diese Novengebete verrichtet, werde ich 10 Sünder bekehren. 10 Seelen zum alleinig wahren Glauben bringen, 10 Seelen aus dem Fegefeuer erlösen, von denen viele Priesterseelen sind, und mein Strafgericht für eure Nation weniger schwer ausfallen lassen. Ich wünsche, dass diese Novene an den 9 Tagen vor dem festlichen Christkönigssonntag gehalten wird, aber ich möchte Seelen dazu anspornen, diese Novene auch zu anderen Zeiten des Jahreskreises zu beten. Meine Verheißungen gelten auch dann. Diese Novene betet man täglich an 9 aufeinanderfolgenden Tagen, wie folgt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Herr, unser Gott, du allein bist der allerheiligste König und Herrscher aller Nationen. Voller Vertrauen darauf, dass unser Gebet Erhörung findet, bitten wir dich, o Herr, unseren himmlischen König, um Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und um alle guten Dinge. Beschütze uns, o Herr, unser König, unsere Familien und unser Vaterland. Wir bitten dich, behüte uns, du Treueste. Beschütze uns vor unseren Feinden und vor deiner gerechten Strafe. Vergib uns, o höchster König, unsere Sünden wider dich. Jesus, du bist ein König der Barmherzigkeit. Wir haben deine gerechte Strafe verdient. Hab Erbarmen mit uns, Herr, und verzeih uns unsere Schuld. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O zutiefst ehrfurchtsgebietender König, wir verneigen uns vor dir und bitten. Möge deine Königsherrschaft, dein Königsreich auf dem Erdkreis anerkannt werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, wahrer König, Novene, zweiter Tag. Novene zur Ehren von Jesus, dem wahren König. Über die Verheißungen dieser Novene sagte Jesus: Ich verspreche euch jedes Mal, wenn ihr diese Novengebete verrichtet, werde ich 10 Sünder bekehren, 10 Seelen zum alleinig wahren Glauben bringen, 10 Seelen aus dem Fegefeuer erlösen, von denen viele Priesterseelen sind, und mein Strafgericht für eure Nation weniger schwer ausfallen lassen. Ich wünsche, dass diese Novene an den 9 Tagen vor dem festlichen Christkönigssonntag gehalten wird. Aber ich möchte Seelen dazu anspornen, diese Novene auch zu anderen Zeiten des Jahreskreises zu beten. Meine Verheißungen gelten auch dann. Diese Novene betet man täglich an 9 aufeinanderfolgenden Tagen, wie folgt. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. O Herr, unser Gott, du allein bist der allerheiligste König und Herrscher aller Nationen. Voller Vertrauen darauf, dass unser Gebet Erhörung findet, bitten wir dich, o Herr, unseren himmlischen König, um Barmherzigkeit, Frieden, Gerechtigkeit und um alle guten Dinge. Beschütze uns, o Herr, unser König, unsere Familien und unser Vaterland. Wir bitten dich, behüte uns, du Treueste. Beschütze uns vor unseren Feinden und vor deiner gerechten Strafe. Vergib uns, o höchster König, unsere Sünden wider dich.
Jesus, du bist ein König der Barmherzigkeit. Wir haben deine gerechte Strafe verdient. Hab Erbarmen mit uns, Herr, und verzeih uns unsere Schuld. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O zutiefst ehrfurchtsgebietender König, wir verneigen uns vor dir und bitten. Möge deine Königsherrschaft, dein Königsreich auf dem Erdkreis anerkannt werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb. Uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.